mist covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction. Hallo liebe Autofreunde, es ist mal wieder soweit, Turm meets Wald. Wir haben kurz vor Ostern, das Wetter ist toll, die Sonne scheint, die Temperaturen sind angenehm, wir liegen bei 13 Grad aktuell. Ja, nachts wird es auch nicht so kalt werden, um den Gefrierpunkt so 1 Grad. Ich bin mit Hängematte dabei, bin schön eingekuschelt, da werde ich ganz sicherlich nicht frieren. Ja, will zwar Übernachtung machen, einmal im Camp Alzenborn und einmal Triental Hof. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf und freue mich, wenn ihr dabei bleibt und ein bisschen zuschaut. Viel Spaß! Hier habe ich mir jetzt mein Camp eingerichtet, mein Nachtlager. Wie gesagt, ich bin wieder mit Hängematte unterwegs und wie gehabt mit Cumulus, Schlafsack und Underkilt. Das dürfte ausreichen, um nicht zu frieren heute Nacht. Ich freue mich. Ist jetzt doch ganz schön frisch geworden und das warme Essen, das tut jetzt eigentlich ganz gut. Es wärmt schön von innen und dann werde ich mich nachher schön in den kuscheligen Schlafsack reinzwingen und dann werde ich mich schön ausruhen, einfach nur faulenzen und in der Hängematte liegen und lassen es gut gehen. So. Ich bin jetzt müde. Es wird auch richtig kühl jetzt. Jetzt werde ich mich richtig einmummeln und dann werde ich schlafen. Bis morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, Frühstückswasser kocht. Die Nacht ist gut überstanden. Ich war schön warm eingekuschelt. Es hat auch geregnet, aber das war alles kein Problem. Und da frühstücke ich jetzt und dann geht's weiter.
Habt ihr es gewusst? Birkenrinde brennt auch nass im Schritt. Das liegt an den ätherischen Ölen. Naja, das Klohäuschen liegt ja schon mal romantisch im Wald. Sehr schön. Da macht Kackenfreude. Ja, und hier ist auch schon das Camp. Liegt eigentlich auch sehr schön. Ja. Schön angelegter Platz. Ja. Und Osternest grüßen. Bisschen oberhalb des Lagers habe ich dann auch hier einen schönen Baumbereich gefunden und da habe ich mich jetzt platziert mit meiner Hängematte. Ja, schön grünes Moos. Sehr schön hier, muss man schon sagen. Ja. Da freue ich mich drauf. So, ich mache von Adventure Food ein Cashew Nasi. Bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich. Schön warm. Und ist eine neue Produktion, neue Tüte. Und endlich mal umgesetzt. Das kannte ich bisher nur von Decathlon. Die Füllmenge, dass sie endlich mal, wie es sich auch gehört, damit man sehen kann, die Markierungslinie hier sich innen befindet. Dann siehst du auch, wie viel Wasser du auffüllen musst. Früher war das immer nur auf der Rückseite außen und das fand ich immer sehr anstrengend und ja, kompliziert. Top Adventure Food. Ja, ich habe mir das jetzt hier schön gemütlich gemacht. Und es ist, wenn man sich das hier so anguckt, es ist ja wirklich so geil, so im Moos zu hängen. Alles schön grün, passt zu meinem Schlafsack. Ja, da werde ich mich jetzt auch gleich einkuscheln, denn das Wetter hat jetzt doch umgeschlagen und es regnet dauerhaft. Ja, dann macht es nicht wirklich Spaß, draußen zu sitzen. Und da werde ich mich schön in die Hängematte einkuscheln. Und morgen früh fahre ich wieder nach Hause. Ja, ich liege hier einfach nur mal rum und tue mal nichts. Einfach mal nichts tun. Nur in der Hängematte rumlungern und sich erholen und es einfach mal gut gehen lassen. Die Waldatmosphäre genießen, die Aktivität der Tiere zuhören. Ja, es regnet ja immer wieder mal und das Prasseln des Regens auf dem Tarp ist natürlich, kennt ihr ja selbst, auch ein sehr schönes, beruhigendes Gefühl. Ich genieße das gerade hier sehr. So, ich habe jetzt wieder alles abgebaut und alles so hinterlassen, wie es gehört. Es war wieder sehr schön. Dieser Campplatz war besonders schön mit dieser moosigen Stelle hier.
Und überhaupt die 2 Tage waren wieder sehr erholsam und haben sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und da freue ich mich natürlich über, wie immer, über ein Like und Kommentare. Und dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und dann sehen wir uns demnächst wieder hier auf meiner Plattform. Und da hinten, na, seht ihr, ist noch ein Eichhörnchen zum Abschluss. Wunderbar, so ist es schön im Wald. Macht's gut, ciao. But my home is the Lord.